Es gibt Anwendungen, wo das Batterieauto sehr wohl Sinn macht, gerade im Stadtverkehr. Es gibt aber viele Anwendungen, wo das Batterieauto fast keinen Sinn macht. Grünen Wasserstoff, den kann ich nur erzeugen durch grünen Strom. Momentan können Batterien sehr, sehr schnell und mit sehr viel Emissionen abbrennen. Herzlich willkommen bei Quantensprung. Das H hier an der ersten Stelle des Periodensystems ist das häufigste Element im Universum. Es ist das, das am einfachsten aufgebaut ist. Es hat relativ viel Energie gepackt, nur ist es uns noch nicht so wirklich gelungen, das effizient freizusetzen. Wenn es allerdings nach einigen Politikern im abgelaufenen Wahlkampf geht, dann wird Österreich in Zukunft bei der Wasserstofftechnologie eine etwas größere Rolle spielen. Wasserstoff hätte einen Riesenvorteil. Denken wir zum Beispiel an die ganz normale heiße Verbrennung hier, bei einer Kerze zum Beispiel. Da werden sehr viele Schadstoffe frei, CO2 zum Beispiel. Sie kennen das, und CO2 ist genau das, was wir eigentlich loswerden wollen. Ja? Und da bietet sich eben Wasserstoff an. Sie sehen hier ein Wasserstoffauto, das mit Wasserstoff betankt ist. Hier findet eine kalte Verbrennung statt, im Gegensatz zur heißen Verbrennung. Was das genau ist, erklären wir später noch genau. Und der Vorteil ist, das Einzige, was hier entsteht, wenn das Auto fährt, ist H2O, ist Wasser, nicht mehr und nicht weniger. Ja, hört sich super an, hat einen Riesenhaken. Wenn Sie das Ganze jetzt bei echten Autos anwenden wollen und vielleicht auch die Industrie damit betreiben wollen, vielleicht auch noch den Hausbrand, was auch immer, ja, dann brauchen Sie sehr viel Wasserstoff. Den müssen Sie zuerst erzeugen. Und da, um den Wasserstoff zu erzeugen, braucht es Strom. Wenn es uns jetzt nicht gelingt, diesen Strom grün zu machen, also CO2-frei, wie hier zum Beispiel mit der Photovoltaikzelle, also wenn der Strom nicht grün ist, dann macht die ganze Übung keinen Sinn. Da können wir gleich die normale heiße Verbrennung machen, die wir schon gewohnt sind. Ja, und genau deswegen schauen wir uns heute den Stand der Wasserstofftechnologien in Österreich an. Wir fahren jetzt in die Wasserstoffhochburgen nach Linz und nach Graz. Und dort an der TU, da schauen wir uns zuerst das Herzstück der ganzen Technologie an, die Brennstoffzelle. Kommt's mit! Professor Viktor Hacker wurde 1967 im Lavantal geboren und hat sich nach dem Maschinenbaustudium an der TU Graz auf dem Gebiet der elektrochemischen Energietechnologie habilitiert. In den 90ern hat er einen zweijährigen Forschungsaufenthalt an der Yokohama National University nahe Tokio absolviert, wo er sich ausgiebig seinem Lieblingsthema, der Brennstoffzelle, widmen konnte. Nach seiner Rückkehr hat er in enger Kooperation mit der österreichischen Industrie und internationalen Partnern eine Forschungsgruppe an der TU Graz aufgebaut. Als stellvertretender Leiter des Fields of Expertise Mobility an der Technischen Universität in Graz hat er sich inzwischen ganz der Entwicklung von Brennstoffzellen und neuer Wasserstoffsysteme verschrieben. Unter anderem ist es ihm gemeinsam mit seiner Arbeitsgruppe gelungen, hochreinen Wasserstoff klimaneutral aus Biomasse zu gewinnen. Dieses Konzept macht unter anderem den dezentralen Bau von Wasserstofftankstellen an beliebigen Orten möglich. Für diese Entwicklung sind Viktor Hacker und sein Team 2017 mit dem Staatspreis Mobilität ausgezeichnet worden. Herr Professor Hacker, wir sind hier in einer Wasserstoffhochburg, wenn man das so sagen darf, in Graz. Es gibt in Österreich gerade mal so gute 20 zugelassene Wasserstoffautos, 5 Tankstellen. Und was ist da das Problem vom Wasserstoffauto? Schlechtes Lobbying? Vielleicht auch, aber prinzipiell sind ja doch zwei ganz unterschiedliche Entwicklungen. Das Batterieauto basiert auf einem massenproduzierten Batterien, Laptop-Batterien zum Beispiel. Das heißt, ich bin in der Lage, auf einen Massenmarkt zuzugreifen und ein Batterieauto zusammenzuschrauben. Das Brennstoffzellenauto hat da kein Backup. Das wird von null weg entwickelt. Ich muss in die Kleinserie, ich muss in den Prototypen, in die Kleinserie und dann in die Massenmasse gehen. Das heißt, es ist eine Entwicklung, die geht von null weg. Insofern schaut das auf der Straße sehr ähnlich aus, aber es ist von den Herausforderungen von der technischen Seite her ungleich größer. Immer wenn ich ehrlich gesagt, wenn ich Wasserstoff höre, denke ich als erstes an Physikunterricht oder Chemieunterricht, Knallgasexplosion, denke ich mal, das ist gefährlich. Ich denke an die Hindenburg. Also wie gefährlich ist es, mit Wasserstoff zu arbeiten? Wasserstoff ist vergleichbar mit jedem anderen Brenngas. Es ist natürlich ein gasförmiger Kraftstoff. Das hat so seine Herausforderungen, aber Wasserstoff ist
auf jeden Fall vergleichbar mit Erdgas. Und Erdgas ist ja ein Kraftstoff, der ja, ja in der Masse schon eingeführt worden ist. Und Wasserstoff verhält sich ähnlich. Also nicht entzündlicher oder gefährlicher? Wasserstoff hat einige Vor- und einige Nachteile. Zum Beispiel wäre die notwendige Zündenergie für Wasserstoff geringer als für Erdgas. Ja. Nur jeder Funke reicht aus, um Erdgas zu entzünden. Insofern, es würde noch viel weniger Energie ausreichen, um Wasserstoff zu entzünden, aber es reicht schon jeder Funke aus. Ja. Das heißt, ich habe eine sehr ähnliche Problematik. Ein Vorteil vom Wasserstoff ist zum Beispiel, dass die Zündgrenzen sehr groß sind. Er beginnt sehr schnell zu brennen und explodiert das daher nicht. Das heißt, es kommt viel schneller zur Flamme und kommt nicht zu einem explosiven Gemisch, das dann auch wirklich explodieren könnte. Das verstehe ich jetzt zum ersten Mal. Trotzdem, das Explosionsproblem hat das E-Mobil nicht. Das sehe ich jetzt nicht so. Ich meine, den Wasserstoff hat man sicherheitstechnisch im Griff. Ich habe einen Hochdrucktank und im schlimmsten Fall bricht mir der Hochdrucktank. Dann tritt der Wasserstoff aus wie Benzin und brennt. Bei der Batterie ist das etwas anders. Bei der Batterie habe ich den Energieträger in Form von Lithium und das Oxidans schon in der Batterie enthalten. Ja, ja. Das heißt, ich muss nicht mehr mit Umgebungslust das Ganze vermischen, sondern ich habe alles schon in meinem Antriebsstrang und es kann verbrennen, ohne dass ich Luft vermische, was ja doch relativ aufwendig ist. Das heißt, ach so, ich muss gar kein Leck haben, dass das von außen Luft dazukommt, sondern das ist alles drin. Das heißt, momentan können Batterien sehr, sehr schnell und mit sehr viel Emissionen abbrennen. Spielen Sie da auf die Videos an, wenn man Handyvideos sieht, Videos von Handys, die dann plötzlich irgendwo zu brennen beginnen. Ist das genau das Problem, von dem Sie sprechen? Genau, das ist dieses thermische Durchgehen von Batterien. Mhm. Das heißt, ab einer Temperatur von 160 Grad zerstöre ich Materialien. Es kommt zur chemischen Reaktion in der Batterie und zur Verbrennung. Und das kann ich praktisch nicht mehr löschen. Und 160 Grad bei so einer großen Batterie, die erreiche ich relativ leicht. Ich habe sehr hohe Ströme, sehr hohe Leistungsanforderungen. Und sobald ich 160 Grad habe, kann ich auch die Kettenreaktion nicht mehr stoppen. Das heißt, es wird mir das ganze Fahrzeug abbrennen. Sie beschäftigen sich in erster Linie eigentlich mit der Brennstoffzelle. Was ist das? Ist das jetzt wird die Wasserstoff erzeugt oder ist es eine Brennstoffzelle? Nein, das ist schon alles. Das ist die Brennstoffzelle. Das da? Das, ja. Das heißt, das ist der Kern der Brennstoffzelle. Ich habe einen Elektrolyten, eine durchsichtige Membran, und links und rechts eine Elektrode drauf. Hier wird der Brennstoff auf einer Seite und auf einer Seite die Luft. Also die Elektrode sind für mich immer aus der Schulzeit eher so stiftig gewesen. Also das ist die ganze Fläche ist Elektrode. Genau, die ganze Fläche ist Elektrode. Ah, ja. Ist eine Kohlenstoffelektrode aus Kohle gemacht, sehr dünn. Also die aktive Schicht, wo die Reaktionen stattfinden, die ist in der Größenordnung von 10 bis 20 Mikrometer. Und dann ist noch ein Kohlenstoffpapier dahinter. Das heißt, ein sehr, sehr, sehr dünnes, sehr einfaches Material. Also das ist das, woran Sie forschen. Sie versuchen also, die Brennstoffzelle zu verbessern oder worum geht es genau bei Ihrer Forschung? Die Lebensdauer zu erhöhen, die Kosten zu senken und auch neue Materialien zu finden, die effizient den Wasserstoff in die Luft umsetzen. Das heißt, man versucht hier am Kern der Brennstoffzelle den Wirkungsgrad zu erhöhen und dabei die Kosten zu senken und auch die Lebensdauer zu erhöhen. Ja, ich merke schon, Herr Professor, ich bin mit einem echten Wasserstoffler unterwegs. Wir werden das Wasserstoffauto auch noch testen, gleich nachher. Vorher allerdings, man merkt, wir müssen unbedingt die Brennstoffzelle besser verstehen. Ich werde es in einem kleinen Laborjäger noch einmal versuchen. Vorher allerdings die Geschichte des Wasserstoffs in einer kleinen, aber sehr feinen Zeichnung. Wasser ist die Kohle der Zukunft, schrieb Jules Verne schon 1870 in einer kühnen Vision zur Energieversorgung der Erde. Die Wasserstoffgeschichte hat aber viel, viel früher begonnen, nämlich am Anfang des Universums. 380.000 Jahre hat es nach dem Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren gedauert, bis sich Protonen und Elektronen zum ersten stabilen Element im Universum vereinigen konnten, dem Wasserstoffatom H. Damals war das Universum noch stockdunkel, aber bald voll von Wasserstoffgas. Im sich weiter abkühlenden Universum hat sich das Gas zusehends zu Galaxien und zu Urformen von Sternen verklumpt. Diese haben 400 Millionen Jahre später, unter ihrem eigenen erdrückenden Gewicht heiß geworden, Kernfusionen gezündet, das Sternenfeuer. Seither leuchten sie als Sterne vom Himmel. Wasserstoff ist folglich nicht nur das älteste, häufigste, einfachste und leichteste Element des Universums, sondern es steht mit der Sonne auch irgendwie am Anfang des Lebens. Und weil wir Menschen nun mal sehr neugierige Lebewesen sind, wollen wir den Wasserstoff nicht nur verstehen, sondern auch in den Griff bekommen.
Die Kernfusion, die gezielte Verschmelzung von Wasserstoffatomen zu Helium, sollte die Kraft der Sonne auf die Erde bringen. Bei der Operation Castle auf dem Bikini-Atoll im Pazifik ist es 1954 dann zur bis heute stärksten thermonuklearen Explosion der Vereinigten Staaten gekommen, in Form einer Wasserstoffbombe. Die erste unkontrollierte Kernfusion aus Menschenhand auf Erden. Vom gewaltigen Knall übrig geblieben ist nur die Bademode. Auf die versprochene kontrollierte Fusion in einem Reaktor, die ersehnte Lösung aller Energieprobleme, warten wir seit über 60 Jahren vergeblich. Bleibt uns nur noch eine ganz andere, eigentlich uralte Idee, die Brennstoffzelle. Der Chemiker und Physiker Christian Friedrich Schönbein hat bereits 1838 das Prinzip der kalten Verbrennung von Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser entdeckt. Statt mit lautem Knall und Wärme wie beim Knallgas im Labor, entsteht das Wasser geräuschlos und bei Zimmertemperatur in einer Brennstoffzelle. Und als Belohnung gibt es noch Strom für Autos und andere Dinge. Die Brennstoffzelle könnte die Vision Jules Vernes Wirklichkeit werden lassen. Ein klarer Fall für das Labor Jäger. Sodala, das hier ist unser Wasserstoffracer. Die Frage ist jetzt, wie funktioniert der? Ich nehme mal die Abdeckung runter. Ja, also vom Prinzip her vielleicht auch vom Aufbau. Um das einmal zu erklären, wir haben hier eine Brennstoffzelle, ja? Die macht den Strom, und zwar indem sie Wasserstoff und Sauerstoff miteinander verheiratet. Es entsteht Wasser und es fließt auch Strom. Dieser Strom fließt dann hier rein in den Elektromotor und dann fährt das Ding. Ja? Okay, gut. Was wir haben, ist natürlich Sauerstoff hier in der Luft. Was wir noch brauchen, ist Wasserstoff. Den füllen wir hier rein. Wenn Sie genau schauen, hier haben wir einen Ballon drin. Ja, da ist so ein kleiner Ballon drin. Den wollen wir auffüllen mit Wasserstoff. Und wenn das soweit ist, dann kann das Ding auch fahren. Gut. Dazu müssen wir allerdings zuerst Wasserstoff machen. Das machen wir hier in der Tankstelle. Zuerst müssen wir es startklar machen. Die Brennstoffzelle, damit sie Wasserstoff erzeugen kann, braucht Wasser. Und zwar destilliertes Wasser, damit die Membran, die da drin ist, das werde ich nachher gleich zeigen, keinen Schaden nimmt. Also ich fülle das jetzt mal vorsichtig ein. Man braucht gar nicht viel, weil es ist ja eigentlich viel Wasserstoff in Wasser drin. H2O. Ja, gut, ist gefüllt. Das braucht jetzt ein bisschen. Ich könnte schon anhängen. Ich stopfe das da, ich tue das da schon rein. So, gut, kann ich das jeden Moment, das ist auf aus. Ich glaube, das passt. Kann es jeden Moment starten. Bei der Brennstoffzelle geht es eigentlich um eine Dreierbeziehung. Wir haben hier Sauerstoff, O2. Wichtig, Sauerstoff kommt praktisch nie alleine vor. Wenn Sauerstoff alleine ist, sucht sie sofort einen Partner. Am liebsten ein anderes Sauerstoffatom in dem Fall. Wir haben H2, genau das Gleiche. Wasserstoff kommt nie in der Natur alleine vor. Es wird sich sofort mindestens mit einem anderen Wasserstoffatom verbinden und H2 machen. Ja? Also um die beiden geht's, O2, H2, und es geht um H2O, um Wasser. Eine richtige Dreiecksbeziehung. Und das Fantastische ist, und wirklich unglaublich, eine Brennstoffzelle kann zum einen die beiden kontrolliert verbrennen und es entsteht Wasser, und kann zum anderen aus dem Wasser wieder das Getrennte machen, die Elektrolyse. Was wir dann brauchen, wir brauchen ja diesen Wasserstoff, damit wir das Auto betreiben können. Wir haben hier eine Brennstoffzelle, da drin ist Wasser, H2O. Ja, die sind wunderbar mit Elektronen verbunden, das hält, das ist gut, das passt. Ja. Und dazwischen, das Markante hier, das ist eine Membran. Das ist eine Membran, die so fein ist, dass nur Protonen durchkommen. Das Wasserstoff kommt nicht durch, das Sauerstoff kommt nicht durch und das Wasser schon gar nicht. Die kommen alle nicht durch, die sind alle zu fett und zu groß. Gut, was passiert? Ich lege hier Strom an. Ich habe eine Batterie gezeichnet. Wir haben hier die Anode. Und was passiert? Da ist jetzt Wasser drin. Das Wasser kann die Elektronen nicht mehr halten. Die werden darauf gesaugt. Und was passiert jetzt plötzlich? Die Elektronen sind ja für die Bindung verantwortlich. Die Elektronen sorgen dafür, dass die beiden aneinander halten jeweils. Das heißt, jetzt sind plötzlich die Wasserstoffprotonen, weil nur noch das übrig ist, sind jetzt solo. Und der Sauerstoff ist auch solo. Sauerstoff kann und will nicht solo sein. Es wird sich sofort einen anderen Partner suchen, am besten ein anderes Sauerstoffatom, das solo ist. Die machen sofort O2. Ja? Das heißt, hier an der Anode entsteht sofort O2. Das dann, weil es so leicht ist, als Gas nach oben blubbert. Das lässt man einfach raus. Sauerstoff kann man brauchen, nicht? Das ist cool zum Atmen. Gut, was passiert jetzt? Jetzt habe ich noch übrig die Protonen. Ich bezeichne die mal als H+. Ja? Also diese kleinen Kerne, die noch da sind, die eben groß genug sind, dass sie da durchkommen. Und wenn sie da durchgehen, dann kommen sie zur Kathode. Und an der Kathode, da ist Folgendes, da ist natürlich ein Elektronenüberschuss. Die schnappen sich so ein Elektron. Jetzt ist das Wasserstoffatom natürlich wieder vollständig, kann aber nicht und will nicht alleine sein, sucht sich sofort wieder einen Partner. Es entsteht auch hier H2 und das blubbert wieder nach oben. Jetzt muss ich das oben nur abfangen, dann habe ich meinen Wasserstoff, mit dem ich das Auto betreiben kann. Und das probieren wir jetzt gleich aus, ob das wirklich funktioniert oder nur in der Theorie.
Es sollte sich, wenn es funktioniert, hier drinnen wunderbar der Ballon mit Wasserstoff auffüllen. Und zwar doppelt so viel Wasserstoff wie Sauerstoff entsteht, H2O. Okay? Ja? Und hier sollte der Sauerstoff rausblubbern. Und jetzt fangen wir an. Halten Sie mir die Daumen. Okay, gut. Achtung, fertig, los. Und, blubbert's? Ja, da blubbert's schon. Und wie gesagt, es entsteht nur halb so viel Sauerstoff, wie Wasserstoff entsteht. Und der Ballon fängt schon an, sich aufzublasen. Sieht man das? Cool, oder? Ja, unser Auto wird jetzt mit Wasserstoff betankt. Und jetzt wollen wir uns anschauen, was die Brennstoffzelle dann mit dem Wasserstoff macht. Ja, es ist also wieder eine Brennstoffzelle, die das Auto zum Fahren bringt. Diesmal allerdings trocken. Kein Wasser drin. Ich habe zwei Eingänge. Ich habe dazwischen wieder die Membran, die berühmte, wo nur Protonen durchgehen. Ja? Und auf der Seite, da lasse ich jetzt einfach mal Wasserstoff, das Gas, das da eben gerade produziert wird, lasse ich hineinströmen. Ja? H2. Auf der anderen Seite Sauerstoff, ja? O2. Also das muss ich nicht reinnehmen, da nehme ich einfach Luft, da ist genug Sauerstoff drin, 21%, da kann das Ding dann schon arbeiten. Gut, jetzt kommt die H2. Jetzt kommt das H2, also das Wasserstoffgas, kommt zur Anode. Die ist beschichtet zum Beispiel mit Platin. Ja, nur ein bisschen, aber ist da. Platin wirkt als Katalysator, und zwar dahingehend, dass die Wasserstoffatome sofort das Elektron abstoßen quasi, und das fließt dann hier rauf, das Elektron. Ja? Und dann, was bleibt übrig, wenn das Wasserstoffatom das Elektron nicht mehr hat, das bleibt übrig, ja, das Proton wieder. Wir haben hier also wieder eine Produktion von Protonen an der Stelle. Ja. So, zur gleichen Zeit, jetzt wandert das Elektron da natürlich rüber. Und Sie sehen schon den Schmäh. Sie sehen, ich habe hier eine Glühbirne nur als Beispiel gezeichnet. Wenn die Elektronen da durchwandern, was passiert? Die Glühbirne wird natürlich leuchten. Ja. Das ist das, was wir wollen. Das ist dann unser Auto, unser Elektromotor, der dann arbeitet. Ja? Aber der Kreislauf ist noch nicht fertig. Die Elektronen gehen darüber, verrichten hier die Arbeit, die wir wollen. Und hier ist so, hier ist Sauerstoff. Und Sauerstoff, wenn Sauerstoff Elektronen sieht, da kann sich der Sauerstoff nicht zurückhalten. Sie nehmen die Elektronen auf, und zwar entstehen einzelne Sauerstoffatome, ja, die zwei Elektronen zu viel haben, O2-. Dieses Proton hier, dieses Wasserstoffproton, kommt wieder durch die Membran durch, die beiden verbinden sich, es entsteht H2O. Ja. Das ist genau das gleiche wie bei der Knallgasverbrennung. Bei der Knallgasverbrennung H2, O2, puff, Wasser, nur hier ist das Ganze kalt. Es ist quasi eine kalte, kontrollierte Verbrennung, wo überhaupt nichts passieren kann. Richtig genial. Das ist die Brennstoffzelle in der Theorie. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Fährt unser Auto. Gut, betankt ist es einmal nicht schlecht. Da werden wir es mal ein bisschen abnabeln. Jawohl. Cool. Und jetzt wird's spannend. Ja, ich habe hier eine Fernsteuerung. Das ist ein ganz luxuriöses Auto. Ich lasse mal das Chassis da und probieren wir mal. Ja, der Moment der Wahrheit. Schauen Sie. Schauen Sie, wie es fährt. Schauen Sie. Dreht sich da wunderbar, oder? Und genau das ist das Fantastische in der Wasserstoffwirtschaft. Ich habe Wasser, mache daraus Wasserstoff und Sauerstoff, und dann habe ich wieder Wasserstoff und Sauerstoff, mache wieder Wasser daraus. Das hat natürlich nur alles Sinn, wenn der Strom, den man verwendet, auch CO2-frei ist. Die Frage allerdings, funktioniert das auch im Großen? Dem wollen wir jetzt nachgehen. Herr Professor, wir wollen ein bisschen einen Vergleich machen. Wir wollen modernste Elektroautotechnologie vergleichen mit Wasserstofftechnologie. Und da fangen wir gleich beim ganz Alten zuerst an. Ich glaube, das hier, das war ja das erste Wasserstoffauto in Österreich. Dieser Mercedes, ne? Das ist ein umgebauter Erdgasmotor, der mit Wasserstoff auch betrieben werden kann. Also das ist eigentlich ein ganz normaler Verbrennungsmotor für Erdgas. Und dann hat man einfach auch wirklich Wasserstoff dazu gemischt, oder wie hat man es gemacht? Ja, also da kann man Wasserstoff beimengen, und damit kann man auch Wasserstoff verbrennen. Wieso ist man nicht dabei geblieben? Die alte Technologie vom Verbrennungsmotor, da muss ich ja die Energie, die im Brennstoff ist, über Wärme umwandeln und damit kinetische Energie erzeugen. Der Schritt über die Wärme geht über hohe Temperatur. Wenn ich hohe Temperatur habe im Motor, habe ich hohe Emissionen und meistens einen niedrigen Wirkungsgrad.
So, und jetzt wollen wir uns ein neues Wasserstoffauto anschauen. Das ist ein wirklich modernes Elektroauto, aber hier ist ein ganz modernes Wasserstoffauto. Und was ist jetzt bei diesem Auto anders als beim ersten Wasserstoffauto Österreichs drüben? Der Wasserstoff wird elektrochemisch in elektrischen Strom umgewandelt und dann betreibt er ein Elektroauto eigentlich. Wie auch ein Batterieauto wird das Auto als Elektroauto betrieben. Okay, elektrochemisch. Das wäre dann die Brennstoffzelle? Das wäre die Brennstoffzelle. Was aber beim Elektroauto und beim Wasserstoffauto genau gleich ist, sie haben beide einen Elektromotor, der die Räder antreibt. Aber der Strom für den Elektromotor, der kommt, wenn ich es richtig verstanden habe, hier von der Batterie und hier von der Brennstoffzelle. Und jetzt meine erste kritische Frage. Ist die so schnell wie die Batterie, weil das hat dann ihre gezupft, das geht unmittelbar los. Ja. Ist die Brennstoffzelle auch, kann die auch so schnell den Strom bringen wie die Batterie? Ja, die Brennstoffzelle ist gleich schnell wie die Batterie. Das heißt, wenn ich sie schnell genug mit Wasserstoff versorge, und das kann ich ja, dann erzeugt sie auch genauso schnell den Strom und ich habe ausreichend Leistung zur Verfügung. Das Elektroauto ist ein bisschen in Verruf gekommen. Es braucht sehr viel Rohstoffe, seltene Erden und, und. Wie steht es um die Rohstoffe im Wasserstoffauto? Ja, man braucht dann momentan noch einen gewissen Edelmetallgehalt, der ist im Grammbereich für den Katalysator, der wird aber von Jahr zu Jahr geringer. Das heißt, ich habe bei Weitem nicht diese Problematik wie beim Batterieauto, wo ich ja eine Reichweite nur durch mehr Batterien an Bord erreiche. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich will 500 Kilometer fahren, brauche ich doppelt so viel Batterien wie bei 250 Kilometer. Und das habe ich hier nicht, weil ich hier ähnlich wie beim motorbetriebenen Fahrzeug einen getrennten Tank habe, wo ich nur den Tank vergrößern muss. Mhm. Tank ist ein gutes Stichwort, Herr Professor. Ist der bei dem Auto auch hinten, wie normal? Dann würden wir gerne anschauen. Das sollte ja zumindest sein. Das ist Ihr Auto. Das ist ein Druckgastank. Mit 700 Bar Wasserstoff. Ist das ein Zylinder? Ja, das ist ein Zylinder. Das ist aber auch ein Unterschied zum Elektroauto. Beim Elektroauto kann ich die Batterien beliebig irgendwo reinbauen, in den Boden. Hier muss es immer wegen dem Druck ein Zylinder sein. Es muss fast ein Zylinder sein, ja, das stimmt. Aber ich kann das aufteilen in mehrere Zylinder. Ich kann mehrere Zylinder im Fahrzeug verteilen. Ah, hier, man kann das auch modular machen? Ja. Okay. Und kann man die Sicherheit dieser Tanks gewährleisten? Sind die sicher? Ja, die sind nach dem Stand der Technik sicher, die sind geprüft, die sind nach allen TÜV-Normen abgenommen. Das heißt, der Tank besteht aus einem gasdichten Innenbehälter, der aus Stahl oder aus Kunststoff besteht. Und der Innenbehälter der Druck wird aufgenommen durch Kohlenstofffasern, die um den Innenbehälter gewickelt sind. Also grundsätzlich, glaube ich, haben wir das Wasserstoffauto jetzt verstanden. Jetzt müssen wir es nur mal fahren. Ist das möglich? Bitte gerne. Super. Dann machen wir da mal zu. Freue mich aber schon. Ist gar nicht so schlecht, Herr Professor. Fährt sich im Grunde wie ein Elektroauto. Ah, grüß Gott, Herr Trattner. So, hallo. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Die Herren kennen sich ja. Herr Trattner, Sie betreiben ja die erste Wasserstofftankstelle Österreichs. Wobei, das ist jetzt quasi eine Wissenschaftstankstelle, oder wie muss man das verstehen? Ja, genau. Also wir sind eine ausländische Forschungseinrichtung. Und wir beschäftigen uns mit Forschung von Herstellung, Speicherung und Nutzung. Und das ist sozusagen eine Forschungstankstelle, wo wir uns hier jetzt befinden. Also hier probiert man, wie das mit dem Tanken wirklich funktioniert. Wie alt ist die Tankstelle schon? Ja, die ist jetzt ganz neu. Also wir haben hier erstmals eine 1000 Bar Infrastruktur, wo wir dann 700 Bar Tanks von den Fahrzeugen betanken können. Also man sieht da hier die Befülleinrichtung. Also da hier können Sie in 3 bis 5 Minuten eine Reichweite von 600 Kilometer tanken. Da zwischen 700 Bar rein. Da, genau. Das ist der 700-fache Luftdruck. Das ist der 700-fache Luftdruck, genau. Und infrastrukturseitig haben wir sogar 900 Bar. Sie brauchen einen höheren Druck, dass wirklich das Gas überströmen kann in das Fahrzeug. Ah ja, klar, dass es wirklich da rauskommt, ist ja logisch. Ja. Da muss ich 200 Bar Überdruck haben, dass es gescheit reingeht. Ja, also es braucht da Überdruck, ja, genau. Und schon verdichtet. Wie viel, wenn ich das Auto jetzt tanke, wie viel Kilo Wasserstoff, wird das in Kilo oder in Liter, wie wird das gerechnet? Also das wird in Kilogramm gerechnet. So ein Fahrzeug hat ca. 5 bis 6 Kilogramm und die tanken es eben
in einer Dauer von 3 bis 5 Minuten. Und das reicht für 600 Kilometer. 3 bis 5 Minuten, okay, das ist immer besser als beim Elektroauto. Das wird sie 3 bis 5 Minuten tanken, beim Elektroauto wird sie nicht so schnell ausgehen. Das, und wie weit komme ich mit 5 Kilogramm Wasserstoff? Also, wie Kilometer, so ein Fahrzeug braucht heute ca. 1 Kilogramm pro 100 Kilometer. Wobei das wird dauernd besser, muss man wirklich so sagen. Ist das hauptsächlich der Wirkungsgrad der Brennstoffzelle, den man noch verbessern will, obwohl der eh nicht schlecht ist? Der Wirkungsgrad ist natürlich jetzt schon sehr gut, aber um das geht es, dass man in Zukunft eben das Potenzial der Brennstoffzelle noch verbessert und den Wirkungsgrad noch erhöhen kann. Wo ist jetzt der Wirkungsgrad von diesem Auto ungefähr, von dieser Brennstoffzelle? Also das war jetzt die erste Generation, die Sie gerade gesehen haben, die liegt so bei 50%. Die zweite Generation, die gerade auf die Straße kommt, die erreicht bereits 60. Wow. Das ist ungefähr der doppelte Wirkungsgrad von einem Dieselauto? Das ist ganz sicher, ist sogar mehr als das Doppelte als wie von einem Diesel im Betrieb. Oh, okay, also das ist der große Vorteil. Okay, das hätten wir verstanden. Mhm. Also wenn die Tankstelle da ist und das Auto habe, ist das ein Traum, funktioniert super. Jetzt ist das die erste Tankstelle Österreichs. Ja. Und es gibt, wenn ich richtig recherchiert habe, nur 5 in ganz Österreich. Ja, genau. Wobei es sind schon 6. Also da zählen wir nicht dazu. Also wir sind eine Forschungseinrichtung. Es gibt 5 öffentliche. Es gibt mehrere nicht öffentliche Tankstellen auch in Österreich. Also zum Beispiel Betrieb von Gabelstaplern und anderen Sonderanwendungen. Anwendungen. 5 öffentliche gibt es. Ja. 5 öffentliche, okay, da müssen wir nicht darüber diskutieren, das ist viel zu wenig. Ja. Wie schwer ist es, also gibt es genug Wasserstoff, den ich dann auch in, was weiß ich, hunderte Tankstellen in Österreich befüllen kann? Und wie kriege ich den Wasserstoff von der Erzeugung zur Tankstelle? Ja, ja. Also technologisch muss man einfach sagen, ist es möglich, also komplett auf Batterie und Brennstoffzelle umzurüsten, also mit Wasserstoff. Wie die Technik ausschaut, wird sich ein bisschen mit der Flottengröße verändern. Also heute wird der Wasserstoff fossil hergestellt und mit sogenannten Trailern hingeliefert, dort umgefüllt, bevorratet, betankt. In Zukunft werden wir sicherlich auch dezentrale Konzepte mit direkter Vorortproduktion aus Elektrolyse sehen und natürlich aus Großverteilungen mit Pipelines. Das heißt, das wird sich ein bisschen wandeln mit dem Umbau des Mobilitätssystems. Sie sehen Pipelines? Langfristig sehen wir Pipelines, also das ist auch bei der Europäischen Kommission und auch in Österreich bereits am Plan, das dann mit großem Energiemaßstab zu verteilen. Kann ich mir eine Pipeline, die mit 900 Bar arbeitet? Nein, also das sind übliche Pipeline-Drücke, so bis zu 80 Bar bei den großen. Achso, da wird es mal mit vergleichsweise niedrigem Druck transportiert und dann dort verdichtet, in der Tankstelle selber. Genau. Also Sie müssen sich das so vorstellen, also der ganze Energietransport über weite Strecken ist über Pipelines effizienter als wie mit Hochvolt-Elektrizität. Ach so, weniger Verluste, meinen Sie damit? Ja, genau. Also ich verliere, wenn ich Wasserstoff transportiere, weniger Energie, als ich verliere, wenn ich Strom transportiere. Also bei sehr weiten Strecken. Also das, also das trifft ja die gesamte Gasinfrastruktur zu, sowohl Erdgas als auch natürlich dann Wasserstoff. Ist es, und wenn bei dieser Erzeugung von Wasserstoff vor Ort, und zum Beispiel diese ganze Verdichtung auch, braucht das nicht wahnsinnig viel Energie? Das braucht Energie. Das heißt, momentan bin ich, wenn ich jetzt von Umgebungsdruck auf diese 700 Bar oder 1900 Bar gehe, dann brauche ich ca. 10 bis 13% vom Energieinhalt vom Wasserstoff zur Verdichtung. Das ist das, was ich benötige. Aber den muss ich eigentlich beim Wirkungsgrad dazu rechnen, oder? Also wegziehen, abziehen, so den wie ich streng muss ich bin, ne? beim Gesamtsystem dazu zählen. Ja. Herr Trattner, Sie leiten ja Europas modernsten Brennstoffzellensystemprüfstand. Können wir uns den einmal anschauen und dann ein bisschen über den Wirkungsgrad der Brennstoffzelle reden? Natürlich. Ja? Gehen wir gleich hinein. Gehen wir rein, ja. Dann müssen wir das wieder aufhängen, weil sonst. Und das ist sicher. Gut. Das ist hundertprozentig sicher. 900 Bar. Da schießt's raus. Herr Trattner, das ist jetzt ein Brennstoffzellensystemprüfstand. Wieso ist die Brennstoffzelle unter einer Abdeckung? Wir würden es gerne sehen. Ja, also das geht leider nicht. Wir testen hier einen Prototypen für eine neue Fahrzeuggeneration. Aber das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, es werden weitere Fahrzeuge auf den Markt kommen. Also hier wird. Also aus dem könnte mal ein Auto werden. Also das, was ich mache. Ja, also aus dem könnte bald ein Auto werden. Ja. Okay, was machen Sie hier? Was prüfen Sie? Also wir machen hier Funktionstests, zum Beispiel auch so was Themen wie Froststart bis minus 40 Grad. Wir verbessern die Dynamik und Wirkungsgrad der Gesamtsysteme und vor allem auch die Betriebsstrategie der Nebenaggregate und auch die Kopplung zur Batterie und zum Gesamtantriebsstrang im Fahrzeug. Also deswegen Systemprüfstand, ich habe verstanden. Mhm. Dann dröseln wir es mal ein bisschen auf. Das Problem der Wasserstoffzelle ganz früher war ja, dass sie bei Minusgrade nicht funktionierte. Wie hat man das gelöst, Herr Professor? Bis minus 40 soll es gehen? Das ist ja, man hat es gelöst, indem man die Membran beim Niederfahren austrocknet. Weil natürlich, wenn ich Flüssigwasser in der Brennstoffzelle belasse, friert das und zerstört meine Materialien. Ja. Und indem ich das beim
Abschallen beim Niederfahren austrockne, verhindere ich das. Gleichzeitig muss ich natürlich gewährleisten, dass eine trockene Brennstoffzelle auch funktioniert. Und das tut sie aber mit den neuen Materialien. Wie bei diesem, nein, Sie dürfen jetzt nicht über dieses Projekt sprechen, aber wo sind wir? Sie haben gesagt, das eine Auto, das draußen steht, oder die nächste Generation schon hat 60% Wirkungsgrad. Was glauben Sie, wo kommen wir hin mit der nächsten Generation Brennstoffzelle? Ja, also die wird wieder ca. 60-65% Wirkungsgrad haben. Das Hauptthema, was wir momentan auch bearbeiten, sind Funktionsverbesserungen, also wie bessere Dynamik und natürlich insgesamt auch eine Verbesserung der Kosten, weil das Ganze muss natürlich auch günstiger werden für den Kunden. Ne? Was meinen Sie mit verbesserter Dynamik? Welche Dynamik? Also im Prinzip, die Dynamik von unserem Gesamtsystem hat heute ca. 0,7 Sekunden. Die Differenz, also die hohe Dynamik, kommt heute aus der Batterie überwiegend. Was heißt das? Ich gebe Gas, dauert es 0,7 Sekunden, bis ich Strom habe? Oder? Also, oder was ist die Dynamik? Das gesamte System alleine würde 0,7 Sekunden brauchen, bis sozusagen die volle Leistung abrufbar ist. Deswegen hat auch jedes Wasserstofffahrzeug auch eine kleine Batterie mit an Bord. Das heißt, wenn Sie ganz schnell Leistung brauchen, kommt die Leistung zuerst aus der Batterie und erst nach 0,7 Sekunden aus dem Brennstoffzellensystem. Ah, das ist aber wirklich interessant. Somit ist wirklich, reagiert es natürlich genauso schnell wie ein Elektroauto. Genau, also es fährt sich wie ein Elektroauto. Und man muss auch sagen, also ein Wasserstoff-Brennstoffzellensystem vereint Batterie und Brennstoffzellen in einem. Das ist sozusagen eine Synergie der beiden Technologien. Mhm. Herr Professor, wo sehen Sie da die Möglichkeiten noch, was den Wirkungsgrad betrifft? Wenn wir hier vielleicht bei 65% schon sind, wo ist da irgendwo die Benchmark? Bei der Zelle ist die Benchmark sicher deutlich höher, also 70-80%, wobei dann das Gesamtsystem ja andere Kriterien hat. Das heißt, das Gesamtsystem, Schnelligkeit in der Reaktion und so weiter. Aber in der Brennstoffzelle, in der Einzelzelle gibt es sicherlich noch Luft nach oben. Das heißt, es gibt noch das Potenzial, den Wirkungsgrad zu verbessern. Momentan wird ja Platin eingesetzt, Platin als Edelmetall. Platin ist teuer und man will es ersetzen und man sollte es ersetzen mit neuen Materialien, die besser sind als Platin. Sie sehen, an der Zukunft des Wasserstoffs wird gearbeitet. In Österreich haben sich auch 4 führende Unternehmen zusammengetan, um Wasserstoff wirklich grün CO2-neutral zu erzeugen. Wir haben die Baustelle in Linz einmal besucht. Danke. Ah, schauen Sie mal, Herr Brammer, was ich da habe. Das ist die Elektrolyse-Tankstelle meines kleinen Spielzeugs. Ein Wasserstoffauto, das super funktioniert. Ist das, was hier gerade entsteht, das in groß? So kann man das sagen. Das brauchen wir in groß. Und zwar, die ganze Anlage besteht aus einem Kernstück. Und das ist das Herzstück der Anlage. Hier erfolgt die Trennung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Also das, was ich, das ist quasi diese Brennstoffzelle, ja, das ist genau. Sozusagen ja. Das Ganze in groß. Und diese eine also Brennstoffzelle in umgekehrter. In umgekehrter, ja. Genau. Weil wir zerlegen das Wasser mittels Strom in Wasserstoff und Sauerstoff. Ja, genau. Okay. Und das Ding reicht, um die ganze Föß zu versorgen? Nein, das reicht nicht, um die ganze Föß zu versorgen. Bei dieser Anlage kommen jetzt in Summe 12 solche Module. Mhm. Das heißt, eine Anlagengröße von ca. 6 MW elektrischer Leistung. Mhm. Wir können das. Ist das viel? Naja, für die Stahlerzeugung ist es noch nicht so viel, würde ich sagen. Ja, ist es eher der Beginn. Das sind 1200 Kubikmeter pro Stunde Wasserstoff, das produziert werden kann. Mhm. Und dieser Wasserstoff, den können wir dann verwenden, um den Kohlenstoff, das ist ja das Ziel des Ganzen, den Kohlenstoff zu substituieren durch Wasserstoff, um in letzter Konsequenz CO2 wegzubekommen. CO2-frei Stahl zu erzeugen. Ganz genau. Und das soll, wenn es fertig wird, die größte Anlage der Welt sein? Das ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt die größte Anlage, ist aber, wie gesagt, eine Versuchsanlage. Mhm. Es ist eine Versuchsanlage, weil Sie müssen sich vorstellen, unsere Leistung, die wir brauchen, ist ein Vielfaches. Wir brauchen nicht 6 MW, wir brauchen installierte Leistung 3000 MW. Was wird da getestet? Wieso machen wir es nicht gleich richtig groß? Ich meine, es ist jetzt nicht klein, aber... Sie müssen sich vorstellen, bei dieser Technologie, die dient dazu, um, wie schon gesagt, grünen Wasserstoff zu erzeugen.
Grünen ja. Wasserstoff, den kann ich nur erzeugen durch grünen Strom. Das müssen wir kurz erklären. Was ist ein grüner Wasserstoff? Ein grüner Wasserstoff ist eigentlich ein Wasserstoff, der CO2-frei erzeugt wird. Was brauche ich dazu, um grünen Wasserstoff zu erzeugen? Wasser und Strom. Ja. Und das Grüne an dem Ganzen ist sozusagen der Strom. Das heißt, der Strom muss aus erneuerbarer Energie erzeugt werden. Wasser, Wind, Sonne. Sonne, ja. Und Wasser, vor allem Wind und Sonne, ist es sehr volatil in der Stromerzeugung. Mhm. Und da gibt es Wechselbeanspruchungen. Ja? Ja. Einmal habe ich viel, einmal habe ich wenig. Ja, ja. Und ich muss genau diese Vorgänge sozusagen simulieren in dieser Anlage. Und diese Anlage muss diese Wechselbeanspruchungen sozusagen standhalten, um in einem größeren Maßstab eine fertige Anlage dann auch auslegen zu können und betreiben zu können. Nämlich wirtschaftlich betreiben zu können. Das ist das Entscheidende. Also das heißt, solche Anlagen, die würden dann die Windenergie, die Sonnenenergie, die ja, wie Sie sagen, sehr volatil ist, ja. Das kann sich ja von Stunde zu Stunde ändern. Mhm. Plötzlich kommt zu viel Strom, da muss man das Windradl wieder abdrehen. Ja. Also die soll das aufnehmen können. Kann die so schnell reagieren? Ja, das wäre das Ziel. Weil bei den kalorischen Kraftwerken, die dauern dann immer länger. Das dauert immer länger, bis die hochfahren und wieder runterfahren. Ja. Und das würde den Vorteil bringen, dass man diese erneuerbare Energie in den Stromnetzen, also in der Energiebewirtschaftung der Zukunft, wo man ja vom CO2 weg möchte, eben dieses Power to Gas sozusagen, ja, diesen Strom umwandelt in Gas, weil er dann einfacher zu handeln ist, er ist zu speichern, einfacher zu transportieren und genau zu diesem Zweck dient die Anlage. Also Sie sehen, der Wasserstoff hat eine sehr vielfältige Anwendung bei der Energiewende, nicht nur Stahlindustrie, durchaus auch in der Energiebereitstellung in anderen Industriesektoren, Chemiesektor und so weiter und so fort. Ja. Das ist hochspannend. Das heißt, das könnte uns. Wir haben ja oft nicht das Problem, dass wir zu wenig Strom haben, sondern ihn nur zu falschen Zeitpunkt haben. Also wir haben ein Speicherproblem. Und das könnte eigentlich das Speicherproblem, das wir haben, lösen. Das unterstützt es und bis hin zur Lösung. Ja. Wir sind jetzt hier, das ist eine Demonstrationsanlage, ist ungefähr so groß wie ein Haus. Mhm. Wie viele Häuser könnte man mit dieser Anlage mit Strom versorgen? Also Einfamilienhäuser? Also ich würde mal sagen, 3000 Haushalte. 3000 Haushalte? Ja. Die Voestalpine will also mit Wasserstoff CO2-freien Stahl machen. Und aus Voestalpine Stahl werden sehr, sehr gute Schienen gemacht. Und der Wasserstoff, der will jetzt auch auf die Schiene. Klein, aber oho, ist der erste wasserstoffbetriebene Personenzug Österreichs und hat im April 2019 im Wiener Prater seine ersten Runden gezogen. Hydrolilly ist eine Schmalspurlokomotive und nur zwei Monate haben die Ingenieure der Grazer RCC Railway Competence and Certification zusammen mit der Entwicklungsabteilung der ÖBB benötigt, um Hydrolilly in Bewegung zu setzen. Sie erwarten sich wertvolle Erkenntnisse für Folgeprojekte. Bis sie endgültig für die Personenbeförderung zertifiziert ist, heißt es aber noch, bitte nicht einsteigen. Die Zillertalbahn ist auch eine Schmalspurbahn und befördert auf 32 Kilometer Länge derzeit rund 2,8 Millionen Fahrgäste pro Jahr. Allerdings noch mit einem Dieselmotor. In Zukunft soll die Zillertalbahn 2020 plus energieautonom mit Wasserstoff fahren. Die Versorgung des Zuges werden Brennstoffzellen mit insgesamt 500 Kilowatt Leistung übernehmen. Allerdings braucht die Bahn zur Beschleunigung am Anfang rund 1400 Kilowatt. Die zusätzlich benötigte Energie stammt von Akkus, die sich während der Fahrt durch das Bremsen selbst aufladen. Der Wasserstoff wird in eigenen Tankräumen am Ende der Zwischenwagen transportiert. Einen Tag kommen wir mit diesem 150 Kilogramm Wasserstoff aus, um zu pendeln. Züge machen knapp 600 Kilometer pro Tag. In Summe wollen wir rund 4 Züge pro Tag einsetzen, um den Fahrplan einen Halbstundentakt gewährleisten zu können. Auch wenn die H2-Bahn ein Fünftel teurer sein wird als die elektrisch betriebene Alternative mit Oberleitung, hat die Wasserstoffbahn große Vorteile für die Betreiber. Sie sparen sich rund 22 Millionen Euro für die landschaftlich unattraktiven Oberleitungen. Die Inbetriebnahme ist mit dem Winterfahrplan 2022 geplant. Für ein Forschungsprojekt hat ein Salzburger Verkehrstechnikunternehmen noch ein Stück größer gedacht. Die Ingenieure haben eine Rangierlok der ÖBB zu einer E-Hybrid-Lok umgerüstet, die auf Lithium-Ionen-Batterien und einer 30 kW Brennstoffzelle basiert. Die größte Herausforderung war dabei, die notwendigen hohen Zugkräfte für die Anfahrt bereitzustellen.
was über eine eigens entwickelte Energiemanagement-Software gelungen ist, sodass die 80 Tonnen schwere Lok bei einer Testfahrt die Energie aus Wasserstoff tatsächlich auf die Schiene gebracht hat. Herr Professor, herzlichen Dank, dass Sie als leidenschaftlicher Wasserstoffler E-Auto fahren. Ja, tut es weh? Geht's nein, gut? Nein, das passt alles. Ja, man hat ja einen gemeinsamen Feind, nämlich den Feinstaub. Den will man loswerden und die Verbrennungsmotoren, die sind da einfach nichts. Oder? Kann man das so ja, sehen? Ja, ich sehe das auch so. Also es geht darum, den Stand der Technik zu verbessern und gleichzeitig dem Autofahrer eine Alternative zum Verbrennungsmotor zu geben. Mhm. Wir kommen ja gerade aus Linz, wo man bald grünen Wasserstoff wirklich großen Maßstab erzeugen wird. Sie arbeiten ja auch an diesem Projekt grüner Wasserstoff, aber ganz anders. Können Sie es noch einmal kurz schildern? Ja. Also wir haben in meiner Forschungsgruppe in den letzten Jahren ein eigenes Verfahren entwickelt, wo man aus Biomasse oder Biogas sehr reinen Wasserstoff erzeugt. Grünen Wasserstoff eben aus Biomasse. Und Sie haben auch den Staatspreis dafür bekommen, muss man auch dazu sagen. Oder? Ja, wir haben den Startpreis bekommen, auch aufgrund der guten Kooperation mit der Wirtschaft, die dann diese Idee, das zu einem Prototypen geführt hat, im Endeffekt auch umsetzt. Was machen wir? Wir nehmen also dezentral angefallene Energieträger, Biomasse, und entweder nehmen das Biogas aus der Vergärung oder vergaste Biomasse und erzeugen hochreinen Wasserstoff. Die Herausforderung ist in dem Schritt vom Biogas zum hochreinen Wasserstoff nicht nur in der Reinheit, sondern auch im Umwandlungswirkungsgrad. Und ich denke, wir haben da ein Verfahren entwickelt, das besser ist als der gegenwärtige Stand der Technik weltweit. Dazu muss man aber gleich sagen, jetzt denken wieder alle, oh ja, aber wenn man da aus Methan, CH4, wieder Wasserstoff macht, dann entsteht CO2, dann habe ich wieder CO2-Belastung, aber das ist ja CO2-neutral. Weil das genau, ist es ist eine neue Erfahrung. Vorher aus der Luft geholt worden und dann geht es wieder in die Luft. Genau. Mit dem Wasserstoff kann man wahnsinnig viel machen. Wir sprechen schon die ganze Sendung davon, dass man Auto fahren kann, aber man kann ja eigentlich fast alles damit machen, alles, was Energie braucht. Wo sehen Sie den Wasserstoff in der täglichen Anwendung? Ich meine, es gibt einmal sicher zwei große Gebiete. Die eine ist momentan die Mobilität und die zweite ist die Speicherung von elektrischem Strom. Mhm. Man geht ja davon aus, dass in Zukunft viel mehr Strom verfügbar wird über Tag, wenn zum Beispiel die Sonne scheint oder wenn der Wind stark weht. Das heißt, ich habe Stromspitzen, die ich dann für die Nacht oder für Sommer, Winter, also saisonal, zwischenspeichern muss. Und dafür ist der Wasserstoff geeignet. Das heißt, ich mache Elektrolyse, speichere den Wasserstoff und kann über die Brennstoffzelle dann wieder elektrischen Strom erzeugen. Zusätzlich ist noch momentan die Automobilität sicher ein Hauptanwendungsfaktor, aber vor allem deswegen, weil die Automobilkonzerne sehr viel Geld darin investieren. Es gibt eine Menge andere Anwendungen und die beginnen beim tragbaren Laptop und gehen über die Drohne bis zum kleinen Hauskraftwerk. Es gibt ja da größere Markteinführungsprogramme. Zum Beispiel in Japan gibt es jetzt schon 250.000 Hausbrennstoffzellen, die betrieben werden. Und was ist der Vorteil? Ich habe sozusagen mein eigenes kleines Kraftwerk zu Hause. Herr Professor, die Entdeckung der Brennstoffzelle ist fast 200 Jahre her. Immer wieder wird der Wasserstoff als große Zukunft an die Wand gemalt. Es ist aber nie passiert. Werden wir es diesmal schaffen? Ja. Oder wieso sollen wir es ausgerechnet diesmal schaffen? Ja, wir werden es diesmal schaffen. Warum diesmal? Ja, in den letzten 200 Jahren funktioniert die Brennstoffzelle schon fast 200 Jahre. Ja. Aber funktionieren ist halt weit weg von den Kundenanforderungen. Und erst in den letzten 30 bis 40 Jahren ist man wirklich so weit, dass man Materialien entwickelt hat, die den Kundenanforderungen genügen. Das heißt, Materialien, die relativ günstig sind, hohe Lebensdauer haben und den Brennstoff ganz und effizient umsetzen. Das heißt, es ist wahnsinnig viel passiert und gerade im Fahrzeug durch die hohen Investitionen in den letzten 20 Jahren passiert sind, erscheint das diesmal als sicher, dass die Brennstoffzelle wirklich zu den Kunden kommen wird. Das heißt, Herr Professor Hacker, Sie sehen die Elektromobilität als Übergangstechnologie und gewinnen wird das Wasserstoffauto. Ich sehe die Brennstoffzelle. Ich sehe, wie Sie sich winden. Batterieforscher in Graz und Sie müssen vorsichtig sein. Aber seien Sie ganz ehrlich. Ich sehe die Brennstoffzelle als eine Technologie, die einmal den Verbrennungsmotor ablöst. Das heißt, ich habe durch die elektrochemische Umwandlung eine saubere, hocheffiziente Umwandlung. Ich sehe aber sehr wohl für den Anwender
das Batterieauto und das Brennstoffzellenauto im Endeffekt. Es gibt Anwendungen, wo das Batterieauto sehr wohl Sinn macht, gerade im Stadtverkehr. Es gibt aber viele Anwendungen, wo das Batterieauto fast keinen Sinn macht. Das heißt, welche sind das zum Beispiel? Wo wird das Elektroauto momentan eingesetzt? Als Stadtauto, als Zweit- und Drittauto, als Erstauto, als Ersatz für einen Mittelklassewagen kann ich das Batterieauto bis jetzt nicht anwenden, weil es technisch nicht die Anforderungen erfüllt, die Kundenanforderungen. Mhm. Und insofern ist das Ganze eine Kerntechnologie für unsere Zukunft, auf die wir uns auch hier in Österreich, gerade in den Unis, konzentrieren sollten und wo wir auch Kern-Know-how uns aneignen sollten. Danke, Herr Professor Hacker, dass Sie Zeit für uns hatten. Sie haben mich sehr optimistisch gemacht, was den Wasserstoff betrifft. Ja? Das freut mich. Da oben über den Wolken scheint die Sonne, die bringt das Leben und irgendwann kommt auch der Wasserstoff ins Auto. Danke, dass Sie Zeit haben, hat Spaß gemacht. Ja. Das Auto ist schon da, ist gut betankt, das ist okay, wir können den Tank... Achso, was das Auto ist eingeschalten. Mm.